jetzt noch, um das auszugleichen, noch einen Text für die ältere Generation. Heißt Seniorensport. Der Seniorensportverein hat dicht gemacht, man hat nicht an die Gicht gedacht. Der dritte Text. Ja, im Alter sind die Aussichten relativ klar definiert. Das ist nicht mehr wie bei der Jugend. Ich glaube auch, also meine Oma sagt auch immer, man schläft ja weniger, wenn man alt wird. Und ist klar, man hat ja auch weniger Träume. Muss man nicht so viel schlafen. Sie fand's witzig. Naja. Der nächste Text ist etwas ruhiger und betrifft ein Thema, was immer wieder aktuell wird. Überwachung. Vielleicht zur Stimmung, liebe Technik, das Licht ein bisschen dimmen vielleicht? Also so, dass ich noch lesen kann, aber nicht. Na gut. Dann nicht. Ich klopfe sacht auf das Überwachungsmikrofon, das ich in meinem Wohnzimmer gefunden habe. 14.35 Uhr. Ich gehe jetzt einkaufen. Sie wissen ja wo. Bin so in einer halben Stunde wieder zurück. Da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Bin noch mal hierhin und dahin und dann war da noch so eine Frau an der Kasse, die naja, ist ja auch egal. Ich mache jetzt ein bisschen Sport. So, es ist 18.46 Uhr. Ich bin frisch geduscht und fühle mich eigentlich ganz wohl. Ja. Ich dachte übrigens, ich könnte Ihnen auch mal das Du anbieten. Also, ich bin Mike. So, ich gehe jetzt noch ein Bierchen trinken mit einem Bekannten. Den kennen Sie ja sicherlich auch. Ja, schönen Abend noch und bis später. 0.26 Uhr und ich bin ein bisschen betrunken. Ich weiß nicht, ob ich schon schlafen kann. Irgendwie, ich habe mich eben mit dem Bekannten darüber unterhalten, wie einsam man sich manchmal in so einer Großstadt fühlen kann. Das ist irgendwie, als ich dann so alleine durch den Regen nach Hause bin, da musste ich daran denken, wie das früher war, als meine Mutter immer bis spät abends arbeiten musste und er hat mir immer so einen Teller mit Essen hingestellt, mit so einem Zettel daneben. Darauf stand, hier, mein Lieber, lass es dir schmecken. Im Kühlschrank sind noch Milchschnitten. Kuss, Mutti. Sowas in der Art. Ich habe die Zettel irgendwann heimlich gesammelt, weil wenn sie es sehr eilig hatte, hat sie es manchmal nicht geschafft, so einen Zettel zu schreiben. Dann habe ich mir selbst einen ausgesucht und neben den Teller gelegt. Ja, so war das damals. Ja, ich gehe jetzt vielleicht doch mal schlafen, finden Sie nicht? Ja, vielleicht mache ich Ihnen einfach noch ein Hörspiel an. Was haben wir denn da? Die Ästhetik des Widerstands? Ist ein bisschen anstrengend auf die Dauer, wie wäre es mit... Ah, die drei Fragezeichen, der unsichtbare Gegner. Ja dann, viel Spaß und gute Nacht. So kurz nach vier. Ich habe irgendwas von Trollen geträumt, die hinter so Palisaden standen und ich war ein Riese, der da rein wollte oder ganz wirr. Zumindest bin ich jetzt aufgewacht, habe vergessen, mir Wasser ans Bett zu stellen. Das hole ich gerade. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. Tut mir leid, dass der Wecker eben so oft geklingelt hat. Ich habe es einfach nicht rausgeschafft. Der steht aber auch irgendwie ein bisschen ungünstig für Sie, der Wecker. Vielleicht stelle ich den mal woanders hin. So. Ja, ich gehe da mal zum Bäcker und Post holen. Achso, 11.05 Uhr. 12.47 Uhr. Tut mir leid, dass das Telefonat gerade so anstrengend war. Ich weiß auch nicht, was das werden soll mit dieser Helena. Bin mir einfach nicht ganz sicher, ob wir wirklich zueinander passen. Sie können das bestimmt besser einschätzen als ich. Aber ich mache mir mal einen Tee. Hallo, ich bin's nochmal. Haben Sie eigentlich die E-Mail von meiner Schwester gelesen? Ich finde es ein bisschen seltsam, was sie da macht mit dieser Gruppentherapie wegen der Beziehungskrise. Mir wäre das ja total unangenehm vor all den Leuten. Naja, muss sie selber wissen. Ich lese jetzt ein bisschen. Also, wenn ich die Dämonen durch habe, wollte ich mich mal an den Mann ohne Eigenschaften wagen. Soll ja ein gutes Buch sein. Vielleicht kann ich Ihnen auch was vorlesen.
Ja, bis später. Ich habe uns doch lieber einen Film geholt. Das Leben der anderen. Das ist so ein Liebesfilm. Habe ich jetzt voll Lust drauf. So Film essen, Teig gucken, andersrum. Dann ja, Film ab. Also ein Mann wird von einem anderen Mann in Uniform durch einen Gang geführt. Kalte Atmosphäre. Eine Tür wird geöffnet. Jetzt sieht man Ulrich Mühe hinter einem Schreibtisch sitzen. Er trägt ebenfalls eine... ja, ich bin jetzt erstmal weg. Weiß ja nicht, ob Sie heute noch vorbeikommen, aber also... Der Schlüssel liegt zur Not unter der Matte und im Kühlschrank sind auf jeden Fall noch Milchschnitten. Vielen Dank! Ihr Applaus für unseren zweiten Starter, Mike Marcinkowski, meine Damen und Herren.